Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen Vormittag hier auf der Bestmesse in Klagenfurt. Ich darf Sie begrüßen hier aus dem Best Forum. Heute ist unser erster Messetag, die Best. Das ist die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung. Und hier auf der Bestmesse, hier im Best Forum, da beschäftigen wir uns jetzt mit der Technik. Denn in ganz Europa, quasi in wirklich Gesamteuropa, sind Technikerinnen und Techniker gefragt. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass es diesen Technikschwerpunkt jetzt gibt bei uns auf der Bühne. Und ich darf meine Herrenrunde vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Direktor Hubert Ludnig, Sie sind von der HTL Mössinger Straße. Einen Applaus bitte. Dann haben wir da einen Professor von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Bernhard Rinner. Fein, dass Sie sich Zeit nehmen. Auch für Sie einen Applaus. Direktor Gerhard Stefanschitz von der HTL Villach. Wir werden gleich erfahren, was es bei Ihnen alles gibt. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und von der Industriellen Vereinigung von Kärnten haben wir da den Herrn Paul Wieser. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir starten gleich. Genau, auch einen Applaus. Hubert Ludnig, Sie sind Direktor von der HTL Mössinger Straße. Würden Sie mir sagen, nachdem ja ganz viele junge Menschen hier auf der Bestmesse sind, die sich entscheiden wollen und auch entscheiden müssen, was sie nach der vierten Hauptschule oder Unterstufe aus dem Gymnasium weitermachen wollen, was kann man bei Ihnen an der HTL in der Mössinger Straße alles lernen? Welche Bereiche bieten Sie an? Also die HTL Mössinger Straße ist Spezialist für Biomedizin und Gesundheitstechnik, für Elektronik und technische Informatik und für Elektrotechnik, da sind wir Spezialist für Energie, für alternative Energien. Wir haben auch eine Fachschule für Computer- und Kommunikationstechnik und auch eine Abendschule für Elektrotechnik und Elektronik. Also wenn ich das so höre, klingt das in meinen Ohren so brutal kompliziert, gell? Muss man da so Angst haben, also bei Ihnen, dass es ganz steril ist und ganz schwierig, irgendwie so technisch? Erzählen Sie mal, wie ist denn der Alltag in der Schule? Nein, das ist nicht so kompliziert. Vor allem ist es so, wenn man bei uns in die Schule kommt, wird man Schritt für Schritt in die Technik eingeführt. Das heißt, man lernt von der Pike auf alles. Natürlich, wenn man die Diplomarbeiten anschaut, die sind sehr eindrucksvoll, aber man darf nicht vergessen, das sind ja 5 Jahre Ausbildung dazwischen. Das heißt also, im Prinzip braucht man bei uns kaum Vorkenntnisse, das einzige Interesse an Neuen zu entdecken und vielleicht einfach das Willen in der Technik etwas zu machen. Also kaum Vorkenntnisse ist, glaube ich, relativ, also schon eine gute Ausbildung, nehme ich an. Also, aber welche Fächer ist es wichtig, dass man dort gut war oder zumindest eine gute Grundausbildung hat? Ist es Englisch, ist es Mathematik, ist es Chemie? Was braucht man? Also was ich gemeint habe, also keine technischen Vorkenntnisse lernt man alles bei uns, aber natürlich einen normalen Abschluss der Unterstufe, das heißt, man sollte Mathematik gut sein, Deutsch, Englisch, Physik. Also wenn man hier gut ist, hat man schon sehr gute Voraussetzungen, erfolgreich zur reifen Diplomprüfung zu kommen. Es ist ja sehr oft, und Sie sehen es, es ist bei mir auch, hat man ja irgendwie Hemmungen, wenn man so in diese technische Bereiche geht. Was bieten Sie an Ihrer Schule für Möglichkeiten, dass also junge Menschen bereits im Vorfeld einmal Kontakt haben mit dieser Geschichte? Haben Sie Tag der offenen Tür oder kann man da eine Woche schnuppern bei Ihnen? Wie geht es? Ja, die wichtigste Einrichtung ist der Tag der offenen Tür. Hier können eben Schülerinnen und Schüler zu uns kommen und wirklich einmal ausprobieren, wie der Schulalltag ist. Das heißt, unser Tag der offenen Tür ist keine Showveranstaltung, sondern wir zeigen das, was tatsächlich im Unterricht durchgeführt wird. Zum Beispiel, man kann hingehen, eine Platine löten, man kann Messübungen machen, zum Beispiel im Biomedizinbereich seinen eigenen Puls messen. Einfach Dinge, die man sonst im Unterricht auch macht. Und Sie haben also kein Problem mit Schülerzahlen-Limits, sondern Sie wollen ganz viele Schüler bei sich an der Schule haben? Also natürlich gibt es eine maximale Schülerzahlen. Aber ich glaube, jeder Interessierte hat eine Chance, zu uns zu kommen. Vielleicht noch, bei uns gibt es auch ein sogenanntes Aufnahmegutachten. Das heißt, man kann vorab, also vor der Anmeldung, anfragen, wie groß die Chance wäre, bei uns aufgenommen zu werden. Okay, also das heißt, das klingt so, als wären Sie schon in der Lage, sich quasi die Besten von den Besten oder technisch Interessierten sich zu holen. Ist das so? Ja, es ist, glaube ich, eine Tatsache, also dass Schüler und Schülerinnen, die etwas bewegen wollen, eher in die HTLs kommen.
Man weiß natürlich, man muss lernen. Also das Verheimliche nicht. Bei uns ist natürlich der Leistungsgedanke, weil wir auch sehr enge Kooperation mit der Wirtschaft haben. Aber das fordert einfach die Wirtschaft. Und jeder, der etwas bewegen will, ist bei uns sehr gut aufgehoben. Das heißt also, Jobsorgen haben Ihre Schülerinnen und Schüler keine? Also normalerweise nicht. Wir haben sehr viele Firmenkontakte. Die Firmen schicken uns dauernd Stellenangebote. Beispielsweise beim Reifen Diplomprüfungszeugnis liegen immer etliche Stellenangebote von Firmen bei. Können Sie uns vielleicht noch Firmennamen nennen, damit man so einen Begriff hat, wo die Ausbildung, die Sie anbieten, wo die sozusagen dann Ihr Arbeitsumfeld finden? Also im Prinzip sind das alle Industriebetriebe, Leitbetriebe Infineon, Dreibach, Mahle und so weiter, aber auch so Mittelbetriebe, zum Beispiel die AdID, so ein IT-Dienstleister, sind fast die Hälfte der Mitarbeiter aus unserer Schule. Sehr gut. Wir kommen weiter zu Bernhard Rinner. Sie sind von der Alpen-Adria-Universität hier in Klagenfurt, dort Professor. Welche Studienrichtungen in technischer Hinsicht gibt es bei Ihnen? Ja, also wir bieten im Wesentlichen die Studienrichtungen der technischen Mathematik, der Informatik und der Informationstechnik an. Das sind unsere drei Hauptstudienrichtungen. Und dann gibt es noch Studienrichtungen, die etwas interdisziplinärer ausgestattet sind. Gerade neu, seit heuer gibt es den Wirtschaftsingenieur, also da hat man ein Technikstudium mit zusätzlichen Modulen für eine wirtschaftliche Ausbildung. Und dann gibt es noch ein gemeinsames Studium auch mit der Wirtschaftsfakultät, wo wir die Informationsmanagement, das Informationsmanagementstudium anbieten, wo es darum geht, ganz einfach Informatik und Wirtschaft in einem gemeinsamen Studium anzubieten. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Vielleicht kann man das anhand eines Beispiels demonstrieren. Jeder von uns arbeitet und spielt, verwendet Mobiltelefone. Und genau diese Studienrichtungen, die wir hier anbieten, braucht man eigentlich, um so ein Mobiltelefon entwickeln bzw. auch dann programmieren zu können. Also da geht es um die Mathematik, die sich in so einem Mobiltelefon verbirgt. Wie kann ich die Verbindungen aufbauen mit anderen Telefonen? Da geht es um die Chips, die ich brauche, die ganze Mathematik dann umsetzen. Da geht es um die Programmierung der Applikationen auf so einem Mobiltelefon. Jeder von uns kennt die Apps. Ja, wie kann ich die erstellen? Wie kann ich hier methodisch vorgehen? Und schließlich und endlich möchte ich das Ding auch verkaufen. Also brauche ich auch wirtschaftliche Kompetenz dahinter. Und das ist, glaube ich, ein sehr plakatives Beispiel für das Studienangebot, das wir hier in Klagenfurt anbieten. Würden Sie sagen, hier auf der Bestmesse, ist es eine gute Idee, wenn man sich denkt, naja, irgendwie, also reizen tät's mir schon, aber bin ich wirklich geeignet für das? Ist so ein Interessenstest, den ja ganz viele Einrichtungen auch anbieten, richtig und auch wirklich aussagekräftig genug, dass Sie sagen, wenn da steht, technikaffin, dann unbedingt studieren oder auch eine HTL gehen? Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um die eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen. Viele Schülerinnen und Schüler sind sich vielleicht gar nicht bewusst, was kann ich gut, was kann ich vielleicht nicht so gut. Und ich möchte das, was der Herr Ludwig vorher schon angesprochen hat, vielleicht auch noch einmal betonen. Also ein Technikstudium oder eine HTL ist sicher mit Aufwand verbunden. Man muss hier sehr viel auch lernen und investieren. Aber es ist nicht so, dass man sagt, Gottes Willen Mathematik oder Gottes Willen Chemie, das war jetzt nicht mein Lieblingsfach. Damit bin ich sozusagen nicht geeignet für eine technische Ausbildung. Man lernt sehr viel und man kann hier in die Methoden, die wir benötigen, natürlich sehr, sehr gut reinwachsen. Das Ganze ist ein Entwicklungsprozess. Das heißt, das, was ich jetzt kann, muss nicht notwendigerweise dann sozusagen der Hinderungsgrund sein, dass ich ganz einfach nicht der Technikstudium mache. Wenn mich das interessiert, dann ist es sicher eine gute Voraussetzung. Also das Interesse und das Durchhaltevermögen ist ganz wichtig. Würden Sie sagen, dass es auch mit ein Grund, warum irgendwie in die Technik zu gehen, nach wie vor es doch Hemmungen gibt, in diese Bereiche zu gehen, dass es unter Umständen auch mit dem Ruf der ITler zum Beispiel zu tun hat, die da blass, Wurstsemmel essend, 24 Stunden lang hinterm PC sich verbarrikadieren, ist es deswegen auch? Also vielleicht dazu zu diesem Image, das wir Techniker teilweise haben, vielleicht insbesondere die Programmierer, die halt oft als diese Nerds gesehen werden, die irgendwo sich nur von Chips ernähren und Cola trinken und dann einsam und verlassen, sozial unkompetent im Kämmerchen sitzen.
Das ist es nicht. Ja, ich möchte eigentlich hier eine Lanze brechen und sagen, die Technik ist genau umgekehrt. Ja. Wenn man sich derzeit, ganz egal in welchem Bereich man ist, ob so, man ein Startup-Unternehmen hier in Klagenfurt betreibt oder ob man bei Infineon oder sonst irgendeiner einer globalen Firma tätig ist, im Bereich der Technik arbeitet man in Teams. Die ist 19 Jahre alt, also der Einzelkämpfer ist eigentlich schon lange ausgestorben. Ist aber in man arbeitet an gesellschaftlich relevanten Problemen. Ja, also es geht um grüne Energien, es geht um Energieressourcen, es geht um Mobilitätsthemen, also Themen, die für die Gesellschaft, für uns alle extrem wichtig sind und die Technik da sicher einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und schließlich und endlich arbeiten wir auch noch in internationalen Teams. Ja, also es ist nicht so, dass wir nur 5 Kärntner hier zusammen sind und wenn es gut geht, ist nur ein Steirer dabei, sondern die meisten Projekte, die wir hier machen, führen wir in internationalen Kooperationen durch. Wir haben viele Partner aus Asien, aus Europa, aus den USA. Und wir leben da sozusagen in einem Multikulti-Bereich. Und diese Einzelgänger und diese Computer-Nerds, die können wir dort auch nicht gebrauchen. Also der Punkt ist wirklich, Technik ist international, Technik ist Team und Technik ist auch weiblich. Das möchte ich hier auch betonen, weil es da nach wie vor schon Probleme gibt, dass wir zu wenig Mädchen bzw. zu wenig Frauen in technischen Berufen haben. Und insbesondere aufgrund der Teamfähigkeiten der internationalen Projekte und auch der gesellschaftlichen Relevanz sind Frauen hier sehr wichtig. Wie wollen Sie das schaffen, dass mehr Mädchen hinkommen, Castings unter Umständen? Ja, wir machen sehr viel. Also ich glaube, und wir sind nicht die Einzigen, die viel versuchen, dass es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ganz einfach versucht, Mädchen und Frauen hier über dieses Bild zu informieren und für Technik zu interessieren. Wir bieten zum Beispiel spezielle Workshops an, ausschließlich für Mädchen bei uns in der Fakultät, wo wir Mädchen einladen, Hand anzulegen und selbst an Projekten mitzuarbeiten. Wir haben Ferialpraktika, wo wir speziell auch Mädchen bevorzugt hier aufnehmen. Wir haben viele Schulbesuche, entweder gehen wir sozusagen raus an die Schulen, oder wir laden Schülerinnen und Schüler an, zu uns zu kommen. Und das andere ist auch, wir versuchen auch Mentoren hier zu installieren, also Frauen, die erfolgreich sind oder Studierende, die das gerade durchgemacht haben und dann sozusagen authentisch erklären können und beschreiben können, was es denn mit einer Technikausbildung oder mit einem Technikstudium an sich hat. Ja. Die Fakultät vergibt zum Beispiel auch Frauenstipendien. Ja. Also Stipendien, die nur an Frauen gehen, sodass sie halt auch eine finanzielle Unterstützung bekommen. Ja, wir machen viel, wir könnten trotzdem noch mehr Frauen hier aufnehmen. Ich glaube, es ist dann noch ein anderes Problem, unter Anführungszeichen, der Hintergrund. Also vor kurzem war ja die Bestmesse in Innsbruck, wir haben dort You Can Make IT auch auf der Bühne gehabt und dort wären sehr wohl viele junge Technikerinnen gewesen, aber die haben Scheu, sich zu präsentieren. Offensichtlich können das auch die Männer besser, wobei ich glaube, Mädchen in die Technik, man müsste einfach auch wirklich ganz laut einmal sagen, da kann man super verdienen, also nicht wie in den sonst üblichen so Mädchen- und Mädchenjobs, oder? Ist auch eine Wahrheit. Das ist definitiv eine Wahrheit. Im Bereich der Technik geht sozusagen unseren Absolventen überdurchschnittlich besser, Absolventinnen und Absolventen überdurchschnittlich besser als in vielen anderen Studienbereichen. De facto, unsere Absolventen können sich derzeit aussuchen, wo sie hingehen. Ja. Ob das sozusagen die Firma in Klagenfurt ist oder vielleicht in einem bisschen größeren geografischen Bereich, sei dahingestellt, aber de facto gibt es derzeit viele Möglichkeiten und viele Angebote. Der Verdienst, das Anfangsgehalt ist sicher um einiges höher als in vielen anderen Bereichen und auch sozusagen was die Langfristigkeit betrifft, glaube ich, ist man mit einer guten Technikausbildung auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite muss man auch bereit sein, permanent up-to-date bleiben zu wollen, weil das ist was man wirklich nicht stehen bleiben darf. Ja, natürlich, das trifft auf die Technik zu, man muss lebenslang lernen, aber auch in vielen anderen Bereichen kann man es sich nicht leisten, einfach stehen zu bleiben und zu erwarten, dass man nach der Abschluss der HTL oder nach Abschluss der Matura sozusagen jetzt bis zur Pension nicht mehr lernen muss. Diese Zeiten sind vorbei,
das Wissen verdoppelt sich je nach Statistik alle 2 bis 5 Jahre. Und wenn ich jetzt ein paar Jahre einfach nicht weiterbilde, habe ich den Stand der Technik verpasst und habe Probleme. Und wie gesagt, also ich möchte wirklich noch einmal einen großen Appell sozusagen an die Frauen, an die Mädchen richten. Technik ist ein interessantes Feld, bietet sehr viele Chancen. Und ich glaube, dass es der Technik sehr gut tut, wenn wir hier Frauen haben, weil unsere Erfahrung ganz einfach zeigt, dass hier Probleme anders gelöst werden. Ja? Wenn man Frauen in Teams hat, dann gibt es einfach anderen Input und es gibt andere Problemlösungsansätze und wir wollen ja wirklich die großen Probleme lösen. Ja? Sehr, sehr schön, dass Sie uns Frauen, und da darf ich mich gleich mit einzählen, und ich bin keine Technikerin, dass Sie diese Stärken, die natürlich auch Frauen haben, berücksichtigen und dabei haben wollen. Wir fragen gleich nach in der HTL in Villach. Gerhard Stefanschitz, Sie sind dort der Direktor. Haben Sie ein paar Mädels an Ihrer Schule? Haben wir. Größenordnung über alle Abteilungen etwa 15-16%. Wobei das sehr schwankt. In einzelnen Abteilungen, wie zum Beispiel die Innenarchitektur, haben wir einen Mädchenanteil von über 50%. Im Bereich des Hochbaus etwa 30%. Im Tiefbau sind sie sehr spärlich gesät. Und in der Informatik bzw. Informationstechnologie liegen wir etwa 5-10%. Also in Summe etwa 15-16%. Womit ich schon die Abteilungen zum Teil vorgestellt habe. Wir haben also 6 Abteilungen im Haus. Wir sind Kärntens größte Mittelschule mit etwa 1400 Schülern, 150 Lehrern und etwa 20 Personen, sonstiges Personal. Unser Haus gibt es schon sehr lange. Die Anfänge liegen knapp 150 Jahre zurück. Begonnen hat unsere Schule traditionell im Bau- und Holzbereich in Gmünd, in Oberkärnten. Und inzwischen sind wir auf 6 Abteilungen angewachsen. Vielleicht noch einmal: Bautechnik Hochbau, Bautechnik Tiefbau, Innenarchitektur, Informatik und Informationstechnologie, Netzwerktechnik, Informationstechnologie, Medientechnik. Für die Altersgruppe ab 14 Jahren, also nach Abschluss von Gymnasium, Hauptschule bzw. jetzt heuer das erstmalig bei uns neue Mittelschule, haben wir dieses Angebot. Vielleicht lassen Sie mich noch ergänzen, wir haben ferner Abendschule im Hochbaubereich. Wir haben Bauhandwerkerschulen, das sind also die Baupoliere für den Holzbau und für den Baubereich. Das Zusatzangebot, und wir haben auch Kollegs im Haus, aber das ist für eine spätere Altersgruppe bestimmt. Wie schaut das bei Ihnen aus, bei Ihren Abgängerinnen? Haben die auch schon alle Jobs oder schaut es im Baugewerbe ein bisschen weniger rosig aus? Der Bau ist ein bisschen sehr konjunkturabhängig, aber bis dato kann man so quer über alle Jahre sagen, dass eigentlich alle Abgänger und Abgängerinnen bei uns sofort Jobmöglichkeiten haben, die sich also für den Beruf entscheiden. Und es schaut auch für die Zukunft so aus, als ob das so bleiben wird. Also wir können allen Schülern eigentlich unter Anführungszeichen eine Jobgarantie abgeben. Wer soll zu Ihnen kommen? Sind es die Lego-Baumeister? Sind es die, die zu Hause ihrem Papa immer helfen beim Gartenzaun machen und beim Mauer aufstellen? Wer ist bei Ihnen, wird bei Ihnen glücklich? Naja, ein bisschen mehr als Lego ist es schon, sagen wir es einmal so. Aber es kommen traditionell sehr viele Kinder aus Familienstrukturen, wo also der Baubereich schon einmal eingeführt ist, speziell aus Oberkärnten, wo ja der Baubereich überproportional in der Beschäftigungsstatistik vertreten ist. Also eine gewisse Neigung wird schon sehr oft von den Eltern oder Vätern mitgegeben, aber das nicht nur. Es kommen also alle, die am Gestalten Freude haben, die am Konstruieren Freude haben, die auch nachhaltig bauen wollen und so weiter zu uns. Und das Schöne bei diesen Fächern ist es, dass sie die Dinge auch entstehen sehen, dass sie die Dinge, zum Beispiel, wenn ich hernehme, unseren Bauhof, sie mähten wie Burschen gleichermaßen, mauern ihre Wände auf, verputzen ihre Wände, sie sehen also diese Dinge, wie sie entstehen. Es ist nicht so abstrakt wie zum Beispiel in der Informatik, und das macht vielen Kindern Freude, speziell aus der Erfahrung, dass heute also sehr viele Jugendliche
sehr viel Zeit am Bildschirm verbringen, also Fernsehen und Computerspiele betreiben, lernen sie bei uns sehr viel Handwerkliches und man sieht wirklich, mit welcher Freude sie dabei sind und das ist ein guter Baustein oder ein gutes Fundament für den aufbauenden Theorieteil. Jetzt haben wir da ganz viele junge Menschen sitzen und so eine HTL, das ist ja ein Mordsstundenplan, der da zu bewältigen ist. Wie ist denn so dieses reale Schulleben dann? Gell? Also ich glaube, es sind 36 Wochenstunden Minimum, glaube ich. Es schwankt ein bisschen zwischen den einzelnen Abteilungen, es schwankt auch zwischen den Jahrgängen, aber wir haben in der höheren, in den 5 Jahren in Summe 185 Wochenstunden, das sind also 37 im Schnitt pro Woche. Da kann man sich vorstellen, dass das Vormittag und Nachmittag Unterricht bedeutet und ein Nachmittag oder zwei Nachmittage in der Woche sind dann frei. Aber im Prinzip ist das beinahe ein Ganztagesjob. Aber Freundin geht sich noch aus? Erfahrungsgemäß sehr wohl, ja. Das ist wichtig. Beziehungsweise Freund. Ja, genau. Paul Wieser, Sie sind von der Industriellen Vereinigung. Was macht die Industriellen Vereinigung mit den HTLs, mit den Universitäten, damit eben vor allem auch Mädchen verstärkt zur Technik finden? Ja, diese Aktivitäten haben also bei uns eine sehr lange Tradition, weil die Deckung des Fachkräftebedarfs schon seit einigen Jahren die größte Herausforderung unserer Mitgliedsunternehmen ist und so wie es ausschaut auch in den nächsten Jahren sein wird. Wir haben daher also schon verschiedenste Aktivitäten gesetzt und haben auch versucht, also speziell Mädchen anzusprechen. Aber unsere Erfahrung ist, dass das eigentlich ein überholter Ansatz ist, sondern es geht generell darum, also Buben und Mädchen verstärkt für technische Berufe zu interessieren und wir machen daher auch bei den Aktivitäten, die wir anbieten, hier auch keine Unterschiede. Wir stellen allerdings fest, dass diese Aktivitäten sehr viel auch von Mädchen besucht werden und glauben, dass wir auch mit diesen gemischten Programmen an das Ziel kommen. Im Moment haben wir mit den technischen Schulen eher weniger Kontakte. Da waren wir, glaube ich, in engerem Kontakt, als es darum gegangen ist, Unternehmen als Partner für Diplomarbeiten, für Maturaarbeiten zu finden. Das läuft, glaube ich, inzwischen. Da bedarf es keiner Unterstützung mehr von unserer Seite. Was uns mehr Sorgen macht, ist also zum Beispiel der rückläufige Werkunterricht in den Volksschulen zum Beispiel, gewisse Schwächen im Sachkundeunterricht in den Volksschulen und dann auch die Berufsorientierung am Ende des achten Schuljahres. Nicht? Hier setzen wir verstärkt im Bereich der Berufsorientierung an und hier darf ich vielleicht also aus dem Volksschulbereich zwei Maßnahmen erwähnen. Wir haben also schon seit einigen Jahren über 100 Experimentierkästen in interessierten Volksschulen zur Verfügung gestellt. Wir pflegen ein Netzwerk zu interessierten Lehrerinnen, die hier sich insbesondere engagieren wollen. Und wir haben heuer erstmals als Pilotprojekt eine Kinderwerkstatt organisiert, um eben das schon angesprochene mangelnde Erfahrung an handwerklichen Tätigkeiten im Elternhaus zu kompensieren, zu versuchen. Also da ist allerhand los. Sie unterstützen auch die anwesenden Schulen oder auch die Universität, ist das so? Ja, im Bereich der Universitäten haben wir im Vorjahr erstmals, glaube ich, auch eine einzigartige Aktion gesetzt, indem wir Exzellenzstipendien vergeben haben in der Höhe von 10.000 Euro pro Stipendium. Hier gibt es eine Jury, die so sehr selektiv vorgeht und es freut uns aber, dass es kein Problem gegeben hat, hier qualifizierte Bewerber zu finden. Das ist also eine Maßnahme, mit der wir versuchen, schwerpunktmäßig im naturwissenschaftlichen Bereich, also Talente zu fördern. Auf breiterer Basis kann ich erwähnen, das ist also, wenn Sie die Kooperation mit den Universitäten ansprechen, in Klagenfurt gibt es also den Verein zur Förderung der Wirtschaftswissenschaften allerdings, der also traditionsgemäß also von uns moderiert wird. Das ist aber schon eine Kooperation, die auf breiter Basis stattfindet und wo Technik natürlich auch eine gewisse Rolle spielt.
Hubert Ludnig, ich möchte mit Ihnen die Abschlussrunde beginnen. Was möchten Sie den jungen Menschen hier, die auf der Suche sind, für welche Schulrichtung, Studienrichtung sie sich entscheiden wollen, worauf sollen sie Acht geben, was möchten Sie ihnen ans Herz legen? Also das Wichtigste ist einmal, sich zu informieren, was es alles gibt, nicht in eingeschworenen Bahnen wandern, sondern mal was anderes anschauen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte nie Technik machen, trotzdem mal bei den Ausbildungsstätten für Technik, also HTLs, vorbeischauen oder auf der Universität vorbeischauen, einfach mal was anderes kennenzulernen. Tage der offenen Türe wahrnehmen, dann eine Entscheidung treffen. Wichtig ist, dass das, was man tut, man mit voller Begeisterung tut. Und vielleicht mal in dem Alter ist es vielleicht noch nicht so, aber man sollte auch schauen, wo Berufschancen, wo Jobchancen liegen, wie die Einstiegsgehälter ausschauen. Zum Beispiel, wenn man am Samstag in eine Zeitung hineinschaut, in den Jobanteil und einmal vergleicht, was sind die Einstiegsgehälter, wird man sehr bald draufkommen, dass bei der Technik die Einstiegsgehälter sehr hoch sind. Und jetzt beispielsweise manche unserer Absolventen verdienen mehr als die Lehrer und Lehrerinnen, die sie zur Matura gebracht haben. Also es ist oft verblüffend. Einfach wichtig, sich zu informieren. Okay, Bernhard Rinner, wie schaffen Sie es, dass Technik sexy wird? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob Technik sexy sein muss. Es gibt viele Möglichkeiten, um Technik ganz einfach allgemeiner und in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde vielleicht ein Aspekt wäre zum Beispiel, das betrifft auch sozusagen das ganze Schulsystem darüber. Es ist derzeit gesellschaftlich eher angesehen, nicht gut zu sein in der Schule. Es ist sozusagen Leistung wird nicht immer anerkannt, nicht immer akzeptiert. Es ist en vogue, in Mathematik und in Physik schlecht zu sein. Vielleicht könnte man da sozusagen ein bisschen einen Umkehrtrend einwirken und sagt ganz einfach, auch, dass die Leistungen in der Schule wichtig sind und auch anerkannt werden. Und als Rat sozusagen für die Jungen und für die Suchenden kann ich nur sagen, seid neugierig, bleibt neugierig, schaut euch um. Zu Zeiten, wo bei mir die Entscheidung war, was ich denn studiere oder was ich denn mache, war das eine relativ einfache Sache. Da hat es gesagt, ja, Technik hat mich interessiert, da war für mich nur die Frage, ist es Graz oder ist es Wien? Weil das waren die einzigen Städte, wo Technik als Studium angeboten wurde. Heute ist es viel, viel komplexer und deshalb ist es ganz wichtig, sich zu informieren. Und der zweite große Rat, den ich geben kann, ist, lasst euch nicht von kleinen Niederlagen sozusagen ins Boxhorn jagen. Kämpft weiter, steht wieder auf, probiert es noch einmal und seid nachhaltig an der Sache dran. Das ist ganz wichtig und ob das jetzt das Studium A oder das Studium B ist, ist dann zweitrangig. Vielen Dank. Gerhard Stefanschitz, Direktor von der HTL Villach. Sich für die Technik zu entscheiden, ist eine gute Wahl, weil? Die Grundlagen, die Kollege Ludnig und mein Kollege von der Uni bereits gesagt haben, die gelten natürlich auch in meinem Sinn. Was ich vielleicht anfügen möchte, ist, man sollte wirklich in sich gehen, seinen Neigungen auf den Grund gehen, seinen Neigungen nachspüren, sich nicht beeinflussen lassen, nicht ein technisches Studium oder eine HTL besuchen, weil ein Freund, die Freundin oder sonst wer das macht oder weil das der Papa, die Mama oder sonst wer will. Man muss selbst das wollen und wenn man sich entscheidet, dann mit vollem Herz und voller Energie, weil der Schulbesuch, wir haben es schon erwähnt, mit 37 Stunden pro Woche im Schnitt erfordert natürlich ganzen Einsatz. Und Interesse haben, leistungsbereit sein, ist ein Wort, das vielleicht ein bisschen nicht so en vogue ist, wie ich schon gehört habe, aber leistungsbereit heißt einfach sich hinsetzen, sich den Aufgaben stellen, nachfragen, bei der Mitarbeit in der Stunde, in der nächsten, immer wieder den Kollegen fragen, ich habe das nicht ganz verstanden. Sagen Sie mir noch einmal, warum ist das so? Einfach mitleben, mitarbeiten, mittun und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und der Abschluss nach 5 Jahren in der höheren oder 4 Jahren in der Fachschule ist eigentlich ganz das Verdienst der Schüler selbst. Wir von uns aus begleiten sie gerne. Wir bieten jede Unterstützung mit Förderungen und allen. Aber die Schüler selbst, die jungen Leute selbst müssen einfach wollen und tun. Stimmt, das muss man überall im Leben und vor allem
dafür, wo das oder wofür sein Herz brennt, da ist man dann auch gut. Paul Wieser von der Industriellen Vereinigung, ist die Best hier die nächsten 3 Tage auch der beste Platz, um sich technisch mäßig am vielfältigsten Angebot, das es hier gibt, auch richtig austoben zu können? Das hoffe ich. Die Best ist auf jeden Fall eine sehr gute Einrichtung, um einen Überblick zu bekommen über die Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Der beste Kontakt ist allerdings, und das ist unser Credo, der direkte Kontakt mit den Unternehmen, der direkte Blick in ein Unternehmen über eine Schnupperlehre, über eine Ferialarbeit oder über andere Möglichkeiten, weil nur im direkten Kontakt man beurteilen kann, was einem vielleicht liegen könnte, wie interessant oder uninteressant eine Tätigkeit sein könnte. Und ich möchte alles unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben zum Thema Information und auch zum Thema Stärken feststellen. Aber weil das noch nicht erwähnt worden ist und weil hier überwiegend, glaube ich, oder ausschließlich Pflichtschüler anwesend sind, möchte ich doch das Thema Lehre auch ansprechen. Die 2/3 aller Mitarbeiter in der Industrie haben einen Lehrabschluss. Hier ist der große Bedarf. Eine Lehre in der Industrie ist im Allgemeinen wahnsinnig interessant, ist verbunden mit Zusatzausbildungen im Sprachenbereich, im IT-Bereich, mit Auslandseinsätzen. Und wie man also auch sehen kann, öffnet es auch durchaus die Karriere bis zur Unternehmensspitze. Vielen herzlichen Dank, ja, und Erstkontakt auch womöglich mit Ihrem zukünftigen Arbeitgeber, den kann es unter Umständen schon hier geben auf der Bestmesse in Klagenfurt. Ich bedanke mich bei meiner Runde für den Schwerpunkt Technik. Einen Applaus bitte und wir machen gleich weiter mit der BOM. Da schauen wir uns an, die Initiative für alle Mädchen hier in Kärnten. Vielen Dank. Eine Anmerkung.